Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware Add-on Alheim Version 4 und fahren heute die Rücktour der Linie 188 hier vom S-Bahnhof in Listau wieder zurück nach Kranenburg Mitte. Und das Ganze machen wir auf der Rücktour mit einem MAN New Line City, einem 12C mit drei Türen. Der hat einen Euro 6 Motor im Heck und daran angeschnallt. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ZF habe ich rausgesucht. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Video aufgenommen habe. Ich gebe es ja ehrlich zu. Das gute Stück stammt natürlich aus dem entsprechenden gleichnamigen Payware Add-on. So, dann schwinge ich mich mal rein, weil ich habe nämlich ein wenig Verspätung. Und dann machen wir selbigen an. Ich hatte gerade Signal, dass ich abbiegen durfte. Dann warte ich mal ab, dass ich das gleich wieder darf. Ich mache mich schön mal abfahrbereit. Nee, du musst bitte warten, bis ich hier grün kriege. So, dann geht es quasi rüber auf die andere Seite. Und da geht es dann zurück. Ja, ich habe schon Verspätung. Könnte ich eigentlich mal, obwohl ich kein Signal habe, laut Spiegel ist nämlich auch Platz. Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich hier kein Signal kriege, er hält jetzt an. Jetzt habe ich das Grün. So, dann machen wir das auch. Direkt einschlagen und direkt rum. Jawohl. So, du hast doch bestimmt... Ach nee, warte mal, das ist die 152, sehe ich gerade. Die 188 hält hier vorn dann erst. Ja. Okay, ich habe es mitbekriegt. Da sind deutlich mehr Leute, die mit wollen. So, wir haben jetzt mittlerweile 2 Minuten Verspätung. So, ich mache mal hinten ebenso mit auf. Vielleicht steigt er ja absichtlich mal hinten mit ein. Hallöchen, ja, guten Abend. Nee, Kurzstrecke bitte. Die kommen alle zu mir. Kurzstrecke 1,70 bitte. Jo, danke. Bitte schön. Guten Tag. So, rein mit euch. Tag. Guten Tag. So, ihr wollt hinten nicht, dann legen wir jetzt direkt los. Ich meine, es geht erstmal geradeaus. Aber da können wir auf der Spur bleiben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Weiterschaltung automatisch funktioniert. Ja, ich... Nee, hab ich nicht. Aber wenn da vor mir ein Bremsung hinlegt, dann muss ich doch meine Spur rühren. So, ich habe so den Eindruck, er will nicht schalten. Dann stoße ich ihn mal an. Listauer Straße. Ich glaube, wir müssen sowieso in der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Von daher ist diese Spur ganz okay. So, wir haben grün, haben auch die Fußgänger grün. Ne, die haben kein grün. Okay. So, während ihr einsteigt, schalte ich mal hier das Licht auf Automatik. Mal sehen, ob es dann sich noch automatisch einregelt. So, Tür zu. Abfahrt.
Oh, oh. Da warte ich mal. Ich stehe aber schon ziemlich mittig. Ich hoffe, du fährst mir nicht rein. Scheint gepasst zu haben. Ja, jetzt fährt er mir doch rein. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe hier für eine Busfahrt und nicht für eine Achterbahnfahrt bezahlt. Ist gut, Leute. Oh, danke schön. So, dann bitteschön. Guten Abend. Hallöchen. Er wartet extra. Dankeschön dafür. So. Und dann fahren wir gleich hier ran. Hallo. Eine Kurzstrecke, Kind. Kurzstrecke, Kind. Das ist, glaube ich, hier für 1. Kostet trotzdem 1,70. Bitteschön. So, alle drin. Türe zu. Kurz in den Spiegel schauen. Es ist grün für uns. So, ich behaupte mal, wir müssen nach links. Und zwar aber erst hier. Hallo. So, wir sollen noch einen Anschluss abwarten. Sehe aber keinen. So, als 188 geht es geradeaus, beziehungsweise, Achtung, Fußvolk. Gut, wir müssen blinken und gucken. Wartet das Taxi? Danke fürs Warten. So, und da die Busspur gesperrt ist, beziehungsweise der Bustunnel, fahren wir geradeaus und folgen der 163. Achtung, wegen Bauarbeiten kann der Bustunnel am Pressehaus nicht befahren werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Gut, dann beim nächsten Grün.
Guten Abend. Haltestelle für Rathaus Lustau. Ja, da war was. Guten Abend. Ich sehe gerade, ich habe euch gesagt, ZF-Automatikschaltgetriebe, aber nein, das ist Void. Es geht bloß bis in den vierten Gang. So, Kopf einziehen, das wird knäpplicher oben. Sonnenfeld. So. Bitteschön. Hallöchen. Ein Fahrschein bitte. Dann 2,80 bitte. Dankeschön. Danke, ebenso. Lässt mich natürlich nicht drüber. Ich will ja bloß abbiegen, ja? Der dahinter lässt mich rein. Dankeschön dafür. So, und dann fahre ich auch gleich richtig rüber, so dass wieder Platz wird auf der Spur. Hallöchen und guten Abend. Guten Tag. Sehr schön, da wird's gleich grün. Oh, wie hat denn der sich rübergestellt? Ja. Ich musste jetzt leicht den Bordstein durchschieren. Es tut mir leid.
Hallöchen. So, und jetzt müssen wir geradeaus fahren. Entsprechend müssen wir natürlich gucken, ob die Hauptstraße von da frei ist. Das ist sie. Ah, und hier kommt nämlich ein Kollege. Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Da müssen wir uns gegenseitig aufpassen. Weil da bin ich auch hier rüber. Und da bin ich doch mal freundlich und lass ihn auch rüber. So, vielleicht kommen die Leute ja auch zu mir gelaufen, die mit mir mitwollen. So, bitteschön. Da kommt doch jemand. Hinten mal schon mal zu. Hallöchen. Guten Abend. Hier zu. Und weiter geht es. Hallo. Mahlzeit. Guten Abend. Guten Abend. Ach nee, ich muss ja echt raus hier, weil hier ja parkende Fahrzeuge stehen. Genau. Hallöchen. Guten Abend. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, an welchen Steig ich ran muss. Das weiß ich nämlich nicht. Wir müssen B2. Guten Abend. Einmal normal, bitte. Normal, 280, Manfred, bitte.
Bitteschön. So, dann geht es direkt weiter. Wir haben 4 Minuten. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wir müssen dann links abbiegen Richtung Frankenstraße. Darf ich eventuell hier gleich mit rausfahren? Natürlich nicht. Achtung, Schild. Doch, jetzt darf ich raus. So, dann gucken wir doch mal. Werde ich mich entsprechend gleich mal weit links einordnen. Guten Abend. Noch mehr Autos. Das sieht gut aus. Guten Abend. Hallo. Guten Abend.
Ah, Dankeschön, Umsi. Hat aber ein bisschen KI nachladen müssen hier. Ach, hast dich entschieden, dann doch abbiegen zu wollen. Okay. So, hat jemand geklingelt? Das sieht nicht so aus. Und du läufst bloß. Also roll ich durch. Auch niemand und gedrückt hat wieder niemand. Dann rollen wir weiter. So, jetzt muss ich gleich aufpassen und entsprechend richtig abbiegen. So, dann bitteschön. Einmal ein- und aussteigen. Guten Abend. Mahlzeit. So, ich meine nämlich hier an der Kreuzung links rum zu müssen und über die Emma-Straße fahren, so dass wir dann nach Kranburg Mitte kommen, aber im Teil andersrum als wie mit der 187. Guten Abend. Ich wollte gerade sagen, du willst gar nicht mit mir. So, gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Auch mit dem parkenden Fahrzeugen hier. Ja. Kommt da noch was? Ich sehe nicht wirklich was. Dann fahre ich mal vorsichtig rum. Guten Abend.
das finde ich ja goldig. Fußgängerüberweg und Stoppschild. Dann beachten wir selbiges Mal. Halt, ich muss aber in die Richtung gucken. Da ist frei. Das wird nichts, wenn ich dem nicht Platz mache. Zumindest wird es knäpplig. Ich bin da lieber vorsichtig. So, dann bitteschön. Und da haben wir es doch auch gleich geschafft. Guten Abend. So, von da kommt gerade niemand. Dann fahren wir jetzt bis zur Ausstiegshaltestelle. Und dann haben wir es doch geschafft. So, dann bitte aussteigen da hinten. Und dann müsste eigentlich auch ein Fahrplan kommen, der sagt, dass wir mit 3,25 zu spät sind. Okay, haben wir es aber trotzdem geschafft. So. Fahrzeug sichern. Blinker aus. Wie viel Zeit hätten wir denn? Oh, ich hätte sogar fast 10 Minuten Zeit jetzt für die Rücktour. Ja, und da sind wir auch zurück an Kranenburg Mitte mit der Linie 188 von Listau S kommend. Ja, und damit sind wir auch wieder geschafft. Haben wir auch die zwei Linien jetzt abgearbeitet. Jetzt werde ich offline das gute Stück in den Betriebshof fahren. Der ist gar nicht mehr weit von hier. Also sprich der von Kranenburg, der von Eichenhöhe Bahnhof. Da müsste ich einmal quer durch die Stadt, aber ich fahre hier nach Kranenburg. Und dann schaue ich mal, welches Fahrzeug ich wiederholen werde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr mit dabei sein möchtet. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.